So, wir wollen heute den zweiten Teil der Shanghai City Velocity Tour bei den Werkswagen abschließen. Die erste Serie haben wir bereits in Platz 1 und 3 gewonnen mit dem Pagani Huayra. Der hat mir aber nicht so gut gefallen. Den hatten wir standardmäßig bekommen und uns gar nicht selber zusammengestellt. Deswegen dachte ich mir nochmal, ich möchte nochmal gern zum Autohändler. So, scheint nach Hersteller sortiert zu sein. Da gucke ich mal kurz. Jaguar E-Type, den will ich nicht, sondern den XKR würde ich mir gerne mal holen. 97.000 kostet das gute Stück. Wir kaufen uns aber, weil ich Jaguar generell feiere und da wir auch einen Werkswagenumbau auf jeden Fall machen wollen. Weiß gar nicht, kann ich das hier hinten schon auswählen? Wäre erstmal Karosserie-Kit, Body-Kit 3. Jo. Gewichtsreduzierung, ja, Competition, Cockpit, Renncockpit auf jeden Fall. Werksumbau, 75.000 kostet das. Nicht verfügbar. Okay, dann versuchen wir es mal so voranzutreiben. Oder können wir hier das verkaufen? Ich versuche das mal zu verkaufen und gucke mal, ob wenn wir das verkaufen, wir den Werkswagenumbau machen können. Ja, nein. So kann ich den nicht machen. Nicht verfügbar. Okay. Ist da was? Dann machen wir das jetzt einfach so. Tun alles hoch und gucken mal, ob es dann reicht. Wir haben so viel Knete. Irgendwie wird das schon passen. So, Motor. Überall das Beste. Nur das Beste für unseren schönen Engländer. Motortausch nicht verfügbar. Aha, Rennkupplung, Differential, Schnellwagen, Zahnersatz, Turbolader. Der Werksumbau steht jetzt zum Kauf zur Verfügung. Na, guck mal. Dann her damit. So, Nitro ist nicht verfügbar. Das ist auch nicht verfügbar. Drag und stehende Meile brauchen wir nicht. Jetzt haben wir ihn endlich den Werkswagenumbau auch mal so durchgeführt. Das finde ich sehr, sehr schön. Optik. Was haben wir da für Vinyls? Das bitte nochmal drehen. Ich finde das in Grau eigentlich ganz cool. Ah, wir nehmen das mal im Grau mit, den Jaguar. Das passt soweit. Felgen finde ich eigentlich Jacke wie Hose, weil man die eh nie sieht, weil wir in dieser Perspektive von Schiff fahren. Deswegen nicht so wichtig. Wir gehen in den Werkswagenmodus. Wir gehen zur Shanghai City Velocity Tour und da haben wir ihn auch schon ausgewählt, unseren Jaguar XKR. Hier seht ihr es, erster und dritter Sieger und Platzierung 1. Das sollen wir auch hier jetzt in Shanghai holen bei der zweiten Serie. Mal sehen, ob wir den Jaguar dann auch in der Meisterschaft, das ist ja das letzte Event, was hier noch verbleibt beim Werkswagen, einsetzen oder doch wieder unsere Seifenkiste einsetzen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr jetzt auch den Jaguar mal selbst gesehen habt, ich werde natürlich auch eine Meinung äußern, aber wenn ihr einen Wagen lieber sehen wollt, dann könnt ihr es ja auch mal sagen. Ich werde es jetzt hier nochmal mit dem Jaguar probieren und sonst nehme ich den KTM, die Seifenkiste, beim großen Liga-Finale. Aber ich finde, der sieht schon geil aus. Rechtslenker, wie sich das gehört für einen Briten. Wollen wir doch mal sehen. Sicht ist etwas eingeschränkt bei dem Teil und wir haben hier viele andere Jaguar. Gut, da vorne ist ein Mercedes. Smoother Sound auf jeden Fall, lässt sich auf jeden Fall ein bisschen besser bändigen als ein gewisser Herr Pagani, der in der letzten Folge uns ja auch ordentlich Probleme gemacht hat. Also gefällt mir ganz gut das Ding. Ist natürlich ein bisschen schwerfälliger in den Kurven. Aber ja, sind jetzt, wie viele sind wir? Zweiter von 16 Fahrern. Das sagt ja auch schon mal ein bisschen was aus. So, diese allseits beliebte Kurve. Sie haben jetzt hier nicht nach vorne setzen können. Jawohl, den deutschen Mercedes auf die Plätze verwiesen. Denn wir vertreten ja ja England. So, diese Kurve, das weiß ich noch ganz genau, die ist widerlich. Kann es mal lieber vorher als später. Hat auch einen ganz guten Sound, das Ding. Kann man nicht sagen. Also so die ersten Eindrücke von dem Jaguar, vielleicht jetzt auch ein bisschen im Vergleich zu dem miserablen Handling des Paganis, aber das läuft. Lässt sich auch ganz gut hochjagen, hier hochprügeln. Rundenzeit ist eigentlich mal unter dem Boden. Very nice. Vier Runden hält sich auch wirklich in Grenzen. Wir haben jetzt
jetzt hier nicht wieder tausende Versuche brauchen, gefühlt. Dann werden wir das schon schnell hinbekommen. Ein Sieg im ersten Rennen macht es natürlich komfortabel im zweiten Rennen. Da kann man sich auch, wie in der letzten Folge mit dem Pagani, da mal einen dritten Platz leisten. Du hast es überhaupt gar kein Thema. So, schön wäre es jetzt mal, wenn ich die Kurve jetzt noch gemeistert bekommen würde. War ja eigentlich wunderschön rumgezogen, aber... Doch. Führe eine Runde lang nur. Nee, ich dachte jetzt, das wäre die Bestätigung. Jo, diese Kurve ist gemeistert, aber... War dann die Bestätigung, du führst eine Runde lang. Aber die Konkurrenz können wir schon ganz gut distanzieren. Also durchaus wäre er jetzt ein Kandidat auch für die Ligameisterschaft, der Jaguar. Sieht natürlich auch ganz cool aus. Ist natürlich ein bisschen... konventioneller als jetzt so ein KTM, der einfach wie eine Seifenkiste aussieht, aber ich finde, der Jaguar macht auch schon was her. Jetzt habe ich ihn gerade mal so ein bisschen von außerhalb gezeigt. In der Kameraperspektive kann man ja während des Rennens zumindest mal nicht so ganz erkennen, wie der aussieht. Deswegen finde ich es auch unnötig groß, was an Vinyl jetzt Zeit zu verschwenden. Das sind für mich andere Spiele, Need for Speed Spiele, wo ich geile Felgen reinhaue, Neon unterhaue, Underground 2. Aber hier, wo ich die Felgen während des Rennens nicht mehr sehe und der Fokus einfach auf dem Renngefühl liegt, meiner Meinung nach nicht auf dem Tuning, muss ich jetzt gerade im Let's Play, denke ich mir, muss ich für Felgen und Vinyls jetzt nicht so eine große Zeit aufwenden. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr mir es ja auch mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke, das ist schon so die allgemeine, das allgemeine Verständnis, was da durchkommt. Und diese Kurve scheint nicht meisterbar zu sein. Egal. Daran wollen wir uns jetzt nicht aufhängen. 1,21 sind wir gefahren. Das ist schon mal eine Duftmarke. Nochmal eine halbe Sekunde schneller jetzt. Ganz hinten kommt die Konkurrenz jetzt auch mal ums Eck. Aber kein einziger Verbremser bisher mit dem Jaguar. Reifen sehen auch in Ordnung aus. So, ich wieder von der Seite aus und ich sollte jetzt langsam mal bremsen. Ein bisschen versucht mit den Kameraeinstellungen rumzuspielen. Ihr habt gesehen, so richtig funktioniert hat es nicht. So, und da ist dann auch schon der erste Fehler. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben noch ganz gut Puffer. Der bricht halt nicht aus, ne? Der ist liegt super entspannt in der Kurve, weil er natürlich auch ein Gewicht hat irgendwie. Also der hier wird an die 2 Tonnen wiegen, könnte ich mir fast vorstellen. Ja gut, Werksumbau vielleicht ein bisschen weniger, 1,5 Tonnen. Der KTM oder der Pagani hat halt so eine Power, dass der Leichner wegbricht. Und der Jaguar ist fromm wie ein Lamm, der rutscht gar nichts. Und jetzt hat er nochmal die Kurve gemeistert. Also wir werden ja noch das Abzeichen kriegen, besser hätte dieser Auftakt in Shanghai nicht laufen können. In diese zweite Serie. Ich bin ein wirklicher Fan des Jaguar. Das kann ich nicht anders sagen. Eine Zehntel fehlt uns jetzt noch zu unserer Bestzeit oder Bestzeit von eben, schnellsten Runde von eben. Ja, das war jetzt nicht so sauber rausbeschleunigt, da wollte ich ein bisschen zu viel. Aber never mind. Vollkommen in Ordnung. Könnte sogar noch mal schneller gewesen sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber der Jaguar zeigt auf jeden Fall mal, was er wert ist. Die 20.000 nehme ich sehr, sehr gerne mit, denn ja, an die 200.000 hat er auch gerade verschlungen. Tuning 120.000 hat, glaube ich, 75.000 gekostet. Also es kommt hin. So. So, Shanghai Bund Grand Prix. Das ist die nächste Strecke. Auch ein kleiner Absturz. Ja, das Spiel muckt irgendwie heute ein bisschen rum. Konnte unserer guten Stimmung keinen Abbruch tun nach diesem Auftakt, der sehr positiv verlaufen ist mit dem Jaguar, muss man einfach nochmal festhalten. Da haben wir ihn, die schwarze Katze bei Nacht, so wird diese Folge wahrscheinlich auch heißen, das passt ganz gut, finde ich. Jaguar ist eine Raubkatze wie im schwarzen Wagen, liegt relativ nah. Aber mal sehen, ob die schwarze Katze Catwoman hier auch zuschlägt. Das müssen wir nochmal sehen. So. Fahren das Ganze hier anscheinend verkehrt rum. Alter, Alter, Alter. Wo. Da will ich mich gar nicht beteiligen. Wir
gesehen, wie der gerade rumgewirbelt ist, der Junge. Da will ich mich gar nicht beteiligen, sondern lieber solide Überholmanöver fahren. Ja, Alter. Diese Drecksau und dann auch noch ein anderer Jaguar. Das sind mir die liebsten Kollegen. Naja, gut. Wir werden schon sehen, was sie davon haben. Am Ende werden sie nämlich nichts davon haben, wenn sie sich mit mir anlegen, aber gut. So, eigentlich sollten wir den Radical jetzt ganz gut passieren können. Sollten wir nämlich ziemlich viel schneller sein, aber... Also der Jaguar geht auf jeden Fall mal vorbei. Ah, jetzt schlage ich nämlich hier zurück. Boah, da fährt richtig Angriffslinie, der Kollege. Mal sehen, ob ihn das so gut bekommt. Ich hoffe doch mal nicht, aber noch hält er sich vor uns. So, da bin ich jetzt nicht ganz so galant rumgekommen, das muss ich leider zugeben. Auch hier nicht wirklich, aber jetzt ist erstmal primär wichtig, dass wir den Anschluss an die Vorderleute halten. Sehr schön, die Kurve war sehr souverän. Und der Jaguar hüpft auch nicht ganz so extrem wie der Pagani. Das sind auch nochmal Vorteile. Jetzt gerade ein wenig in den Windschatten zu kommen. Also was man natürlich sagen muss, der ist extrem stabil, der Jaguar. Und damit ist er eigentlich genau... Oh, irgendwie haben wir ja Grafikbugs. Damit ist er eigentlich genau das richtige Vehikel für mich. Weil Stabilität ist schon etwas, was ich ganz besonders viel brauche in den Rennen. So, jetzt mit ein bisschen Windschatten vielleicht endlich mal diesen Jaguar-Typen da outspeeden. So, den Mercedes vielleicht noch ein bisschen attackieren. Der scheint steinhart zu bleiben, aber wenn ich hier ganz innen rummogel. Ja, ein bisschen bearbeiten sie mein Heck. Lustig finden sie es nicht, aber... Es hat anscheinend erstmal funktioniert. Ob das gleich noch funktioniert, ist die andere Frage. So. Schön raus beschleunigt. Schön quer gestanden auch. Heidewitzka. So, die Kurve lag mir eigentlich schon immer. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch diese Führung mit dem Jaguar über die Zeit bringen. Also der ist halt echt nicht fehleranfällig. Das muss ich ihm jetzt hier wirklich mal sehr stark zugute halten. Man kann hier so schön um Kurven ziehen und wegrutschen tut er nicht. Man kann hier über die Curbs fahren und hier scheint die Strecke einfach eine Macke zu haben. Denn hier habe ich immer wieder diese durchaus widerwärtigen Grafikbugs. Jetzt hier den Sieg direkt holen. Poh, dann sage ich doch vielen Dank, liebes Spiel. Also wirklich, das ist doch perfekt. Besser könnte es doch nicht laufen. So, 8 von 9 Kurven auch gemeistert. Das waren am Anfang noch 3 von 9. Das heißt, das hat sich auch schon mal ein wenig verbessert. Aber hier die Kurven auch mal alleine anbremsen. Das ist ja auch mal eigentlich eine ganz nette Sache. Schnellste Rennrunde liegt auch bei uns. Jetzt führen wir auch die eine Runde lang. Besser könnte doch fast nicht laufen. Also ich befürchte jetzt die Kurve da, die werden wir nicht mehr meistern.
nicht so wirklich in einem durchfahren, dann sieht er die als gemeistert an, aber das ist ja Wumpi. Denn wir werden hier den Sieg holen und das ist erstmal primär mir ein bisschen wichtiger. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Schön nochmal durchgeslidet. Die Konkurrenz auf Distanz gehalten. Ist ein schönes Gefühl zu gewinnen, oder? Auf jeden. Auf jeden Fall. So. Da hüpft er nochmal kurz. Sehr schön. Das heißt, beim Bergzwang sind wir bis auf die Meisterschaft durch und der Jaguar hat sich sehr hoch in meine Gunst gespielt in diesen zwei Rennen. Auch für die Ligameisterschaft ist er durchaus eine Option. So, bitte nicht abstürzen jetzt. So, natürlich ist es doch abgestürzt, wie heute nach jedem Rennen. Irgendwie ist heute echt der Wurm drin. Hier seht ihr es aber nochmal, Serienplatzierung 1 natürlich mit 2 Siegen. Damit steht nur noch die Ligameisterschaft aus bei den Werkswagen. Das heißt, da werden wir jetzt erstmal die Finger von lassen, genauso wie von der 4 GT3. Auch da wartet ja nur auf die Meisterschaft. Das heißt, wir machen noch die Legenden zu Ende und dann können wir alle Meisterschaften schön durchexerzieren. Ja, das heißt, die nächsten paar Folgen werden dann im Legendenmodus verbracht. Bis dann!